Ah, das sieht gut aus. Und tschüss. Zombie-TV. Hehehe, geilo. Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Gates of Hell Call to Arms. Es geht weiter mit den Deutschen. Wir haben eine Verteidigungsmission. Das wird wieder das größte Chaos geben, aber so ist das und so nehmen wir es mit. Verteidigungsmission ist auf Utah Beach oder Strand von Utah. Könnte bestimmt sehr interessant werden. Ein bisschen geforscht haben wir auch. Ein bisschen umgestellt haben wir natürlich auch Verteidigung. Dementsprechend Minenleger mit dabei. Feldingenieure, um uns zu befestigen. Wir haben neu die Brandenburger mit dabei. Einfach irgendwie die beste Truppe, finde ich, gefühlt. Gibt zwar noch als Alternative hier Großdeutschland, aber ich glaube, dass die hier mehr Trefferpunkte haben. Außerdem haben die auch ein MG42, zwei Stück mit dabei. Hier die beiden mit Trommelmagazin. Finde ich einfach genial. Super Typen. Geile Einsatzbereitschaft. Super. Im dritten Zug neu jetzt auch mit dabei ein Panzerkampfwagen 4 Ausführung H. Der vorletzte der Generation Panzerkampfwagen 4. Bevor es dann Richtung Panther geht. Also, ne, höher werden wir hier auch nicht gehen. Danach geht es dann auf den Panther. Wahrscheinlich schon nächste Mission gut möglich. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal technologischen weiten Vorsprung. Der Panzerkampfwagen 4 kann es auf jeden Fall locker schon mit dem M4 aufnehmen. Davon hatten wir in der letzten Folge den ersten gesehen. Den haben wir auch mitgenommen. Da der hier nur 50 mm Wandpanzerung hat, können wir den hier auf dem Flecken hier, obwohl es auch guten Abroller geben könnte bei dem Angeschrägten, können wir den auf jeden Fall ordentlich zerlegen. Mit dem Panther dann so oder so. Den Goliath-Panzer aus der letzten Folge ist auch wieder mit dabei. Macht einfach Bock. Ihr habt den riesen Krawumps gesehen. Und die 5 cm Pack 38 ist auch schon mit dabei. Damit wir noch gegebenenfalls was haben, was wir zum Eingraben benutzen in irgendeiner Form. Ein paar Mörser sind mit dabei, ein paar MGs. Also ein bisschen gemischt alles, damit das passt. Sanitäter habe ich dieses Mal auch wieder nicht vergessen. Die sind auch mit dabei. Was ich noch gucken wollte, ist, glaube ich, Bomber. Nehmen wir... Habe ich hier noch einen Bomber? Ist der abgestürzt, der eine? Das gar nicht mitgekriegt. Scheinbar. Boah, wir haben noch 9 Sterne. Ich spare mir das auf. Weil es gibt ja noch die 250 Kilo Bombe hier. Die ist natürlich deutlich stärker. Ja, doch, das machen wir. Sparen wir auf. Sparen wir auf. Gut. Erklärt hatte ich alles. Können wir starten, würde ich sagen. Wie immer, Leute, im Ladebildschirm. Wer noch nicht hat, abonniert gerne den Kanal. Lasst den Daumen nach oben da. Ganz, ganz, ganz wichtig für den Algorithmus. Super, super wichtig. Deswegen drückt immer auf. Gefällt mir. Ansonsten schreibt es natürlich gerne in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwas habt, irgendwie in irgendeiner Form meint, oh, hör mal, guck mal, da hättest du was so und so machen können oder immer noch unbedingt den Panzer mit ins Spiel. Schreibt es gerne rein. Ich kümmere mich drum und ich lese es auf jeden Fall. So, ich trinke noch einen Schluck aus meiner Flasche und dann geht's los hier. Wir starten hier ganz weit unten. Das ist nicht so toll. Und falls ihr eine Idee habt, normalerweise zeigt er hier unten ja eigentlich an, du sollst den Angriff vorbereiten und ungefähr die Richtung, von wo die Gegner kommen. Warum er das jetzt nicht mehr macht, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir auch irgendwie daran erinnern, dass wir hier, das hier schon mal verteidigt haben. Ich gehe davon aus, dass sie hier so lang fahren werden. Also fahren wir auch hier lang. So. Wo sollen wir mit dem Teil hin? Ich glaube, dass wir uns ein bisschen breiter fächern müssen. Wird gar nicht so leicht hier auf der Karte. Befehle?
Den lassen wir noch hier, damit der... Ah ne, der kann die Pack anhängen. Ich denke mal, dass wir das hier so eine Verteidigungslinie machen. Wir haben hier auf jeden Fall schon Panzer, also beziehungsweise Gräben überall stehen. Die können wir auf jeden Fall nutzen, sodass wir nur unsere Panzer eingraben müssen. Na. Ab in die Gräben. Da ist noch ein einzelner Flammenwerfer-Typ hier. Auch dich stellen wir in so einen Graben rein. Kann auf jeden Fall nützlich sein. So, AP. 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 Panzerabwehr. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Ja, Minen legen natürlich. Jawohl. Davon hätte ich auch gerne noch ein paar. Ich frage mich, ob sie hier von der Seite kommen werden, irgendwie. Der steht schon perfekt im Loch. Ich setze mal einfach hier so eine Panzercrew rein. Die werden schon schreien. Falls wenn da von da was kommt und wir das nicht sehen. Sehr gut. Die nächsten Züge dauern noch ein bisschen. Wie lauten die Befehle? Wie lauten die Befehle? Befehle? Hätte ich nicht diesem einen Flammenwerfer-Typen gesagt, der sollte da reingehen? Ah, der kommt noch. Ja, die kommen gleich wahrscheinlich alle aus dem Süden. Pass mal auf. Mach ja auch noch eins hin. Ist ein Soldat von uns gestorben, ist aber nicht. Okay, sonst sieht es aber ganz gut aus, glaube ich, was wir hier gemacht haben. Ich glaube, der könnte eher hier rein, der Marder. So, gleich mal gucken. 79, muss gleich mal gucken, was hier im zweiten Zug noch drin ist. Hier müsste aber die Artillerie drin sein und hier im vierten Zug sind die Panzer drin. Verteilen hier.
Obwohl, das wäre wahrscheinlich sogar ganz geil, die hier stehen würden. So, zweiter Zug. Nochmal Brandenburger, Mörser, Haubitze. Auf. Wo ist die? Hat der die Pack direkt angehangen? Ich halte sie mir erstmal als Option, zu gucken, wo, von welcher Richtung die kommen. Das ist, glaube ich, am besten. Wo soll das Ding hin? Sie kommen aus Westen. Stelle ich hier hin. Oh, sehr viele dicke Panzer. Am 4. Am 3. Da kommt einiges. Oh go, ich brauche meine Artillerie hier. Hört ihr denn dort auf zu fahren? Mit dir hier, komm. Nicht verweigern. Haben wir den... Zumindest eine Kette erstmal abgeschossen. Aufpassen, dass die Artillerie hier uns nicht aufs Korn nimmt. Müssen wir zuerst ausschalten. Der Marder knallt auf jeden Fall ordentlich rein. Jetzt gerade, die kommen auch noch von rechts jetzt. Komm. Thank you.
schön in die Minen gefahren, das ist super. Komm, weg mit dem Panzer hier. Komm, lauf hier mal in die Minen rein. Das sind Panzerminen. Das passiert, glaube ich, nicht, oder? Oh, doch! Geil. Genau, und ihr lauft jetzt hier bitte auch schön noch über die Minen rüber. Dass ich hier auf jeden Fall richtig Spaß habe. Ja, die erste Welle haben wir schon mal gut gestoppt. Was kommt denn da? Das sind 37er, auch wegmachen. Das hat auch geklappt. Es musste hier lang gehen, bitte. Ja, das sieht gut aus. Und tschüss. Ich hatte ja echt am Anfang gedacht, so, hör mal, boah, das ist keine gute Idee, was du hier gemacht hast. Aber sieht das sehr ordentlich aus. Sehr gut. Verstärkung kommt. Okay, nächste Rolle. Rolle. Nächste Welle greift an. Was war das denn hier zur Hölle? Was ist denn der jetzt so hochgegangen? Kommt der nächste Schwere? Ist nur wieder ein M4. Mörser. Die müssen wir gleich aufs Korn nehmen, auf jeden Fall.
Holy moly. Der Steward ist Geschichte. Okay, Sherman kommt. Wo soll das Ding hin? Wohin mit dem Ding? Viel Infanterie. Die sind noch am Reparieren an dem. Oh, das ist der nächste am Brennen. Ich glaube, die kommt vorher an, bevor die. Die könnte wahrscheinlich ab hier schon schießen, ne? Wo ist sie denn jetzt hin? Da. Komm, schade. Vielleicht laufen die hier rein. Richtig getroffen. Wo soll das Ding hin? Oh lol. Hochexplosiv natürlich. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Die machen sich feuerbereit. Super. Wow. Das war die gegnerische 155er. Und danach war sie außer Gefecht gesetzt. Wie mies. Ach, wie mies, Mann, ehrlich. Guckt euch das an hier. Ein Truck erwischt und die Pack. Und das leichte Feldgeschütz auch. Holy moly.
we just wait here. Wir lauten die Befehle. Oh, das ist ein geiler Zufallstreffer. Für den ist der Krieg definitiv vorbei. Schade, man sieht irgendwie gar nicht das Einschussloch. Na gut. Ja, Leute. So kann's laufen, ne? Ich würde sagen, wir haben uns ja wohl ziemlich gut eingestellt. Dieses Mal. So, es ist natürlich auch alles in Schutt und Asche über. So ist es gar nichts übergeblieben gefühlt. Die haben wir schon. Brauchen wir nicht. Das ist noch heil. Ne, ist auch kaputt. Also unsere Verluste haben sich auf jeden Fall in Grenzen gehalten. Wir haben zwei Geschütze verloren und einen Munitionstruck. Also hier. Das war's. Und das auch noch wegen der gegnerischen Artillerie. Aber muss man sagen, haben sie gut gemacht. Also, da war die KI gar nicht so dumm. So, Artillerie ist nachgeladen. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Die müsste voll sein. Hat 10 Schuss. Die beiden Geschütze müssen wir nicht nachladen. Das heißt, wir fahren noch zu unserem Marder und eben zu unserem Panzerkampfwagen 4. Die haben soweit am meisten Munition verballert. Und dann war's das. Ja, Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wer noch nicht hat, abonniert gerne den Kanal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut!